Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension. Die meisten von euch werden sich jetzt sicher fragen, was ist das? Dürfte vielen relativ unbekannt sein. Ich bin auch selbst nur durch Boardgame Geek auf dieses Spiel gestoßen. Das heißt Crokinole, wie ihr schon aus dem Titel entnommen habt. Es ist ein altes, kanadisches Spiel. Kommt aus dem 19. Jahrhundert. Es ist in Kanada das erste Mal gespielt worden. Und ja, es ist eine Mischung, sage ich immer, aus Curling und Billard für zu Hause. Und ja, worum geht es bei diesem Spiel? Es gibt zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Die eine Mannschaft hat schwarze Scheiben, die andere weiße Scheiben. Und wir versuchen halt so viele Punkte wie möglich zu machen. Dazu ist das Spielfeld in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die unterschiedlich viele Punkte wert sind. Das Loch in der Mitte, wenn man schafft hier reinzutreffen, ist 25 Punkte wert. Alle Scheiben der eigenen Farbe, die nachher am Ende des Spiels sind, alle Scheiben geschossen worden, in dem Bereich liegen, 10, 20 Punkte. Alle Scheiben, die hier liegen, 15, alle Scheiben, die hier liegen, 5, alles andere sind 0 Punkte. Die Werte werden dann miteinander verrechnet und wer quasi das höchste Ergebnis hat, gewinnt. Der Spielablauf ist auch relativ einfach. Wenn ich dran bin, angenommen ich bin jetzt Spieler weiß, ist das hier mein Startbereich quasi, aus dem ich schießen darf, meine Spielzone. Also überall hier darf ich meine Scheibe hinlegen und dann versuchen, in das Loch zu treffen. Wenn, wie in dem Fall, noch keine andere Scheibe auf dem Spielfeld ist, also keine von meinem Gegner, darf ich einfach versuchen, das Loch in der Mitte zu treffen. Hat nicht geklappt. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass das Feld war frei, ich hatte freies Schussfeld und der Stein ist nicht im mittleren Kreis liegen geblieben. Dann wird der Stein einfach vom Spielfeld entfernt. Jetzt wäre quasi Spieler schwarz dran und würde versuchen, seinerseits entweder hier reinzutreffen oder versuchen, dass die Scheibe irgendwo in diesem Bereich liegen bleibt. Das wäre auch wieder ein ungültiger Versuch, würde somit rauskommen, die Scheibe. Wie man sieht, es gehört schon ein bisschen Übung dazu, eigentlich bin ich ganz gut da drin. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So, der nächste weiße, zack, hätte geklappt. Optimaler Schuss fast, nicht ganz drin. Jetzt kommt die nächste Regel, wenn jetzt schwarz dran ist und es ist eine gegnerische Scheibe auf dem Spielfeld, dann muss der Schwarze versuchen, diese Scheibe zu treffen. Schafft er das nicht, kommt die Scheibe wieder raus. Also wenn er jetzt irgendwie so machen würde, würde die Scheibe aus dem Spiel kommen, weil er den Weißen nicht getroffen hat. Also versuchen wir, so, seht ihr, nicht getroffen, Scheibe kommt raus. Jetzt ist wieder Spieler Weiß an der Reihe und versucht dann geschickt, im Idealfall natürlich den reinzustoßen. Das ist allerdings schwierig, aber das wäre jetzt auch gültig, weil der wieder in der Mitte liegen geblieben ist. Jetzt ist es für Schwarz eigentlich relativ einfach, einen von den beiden zu treffen. Zack, getroffen, damit ist der auch gültig und so weiter und so fort. Jetzt würden wir also halt abwechselnd spielen. Jetzt ist natürlich Weiß dran. Und müsste versuchen, den Schwarzen zu treffen, darf nicht versuchen, die Mitte zu schießen. Zack, wunderbarer Schuss, Schwarz sogar ganz raus. Im Moment, wenn jetzt das Spiel zu Ende wäre, hätte Weiß 60 Punkte und Schwarz 0 Punkte. Wenn Schwarz es jetzt schaffen sollte, irgendwie, keine Ahnung, einen weißen Stein anzuspielen und seinen eigenen in der Mitte zu platzieren, würde man den einfach rausnehmen und sich merken, dass man 25 Punkte erzielt hat. Und so schießen halt abwechselnd die Spieler nach und nach ihre Scheiben aufs Spielfeld, versuchen natürlich möglichst super, viele Punkte zu machen. Und ja, am Ende wird dann einfach verrechnet, wer, also das wäre jetzt auch gültig, wer die meisten Punkte hat. Sprich, der will jetzt ihr bisschen den hier rausverschießen, hat nicht geklappt. Ihr seht, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Angenommen, das Spiel wäre zu Ende und das wäre die Situation. Also Schwarz hätte eingescored und Weiß hätte auch eingescored. Dann hätten die beiden schon mal jeweils 25 Punkte, das würde einfach verrechnet werden. Und hier hätte man 60 Punkte gegen 15 Punkte, sprich in der Differenz hätte Weiß 45 Punkte plus. Diese Dinger hier in der Mitte, die sind mit Gummi überzogen, das sind solche Pfosten einfach. Sobald, wie ihr schon gesehen habt, die Scheibe dagegen fällt, geht sie in irgendwelche anderen Richtungen weg, relativ unkontrolliert. Es ist auch so, wenn man über die Mitte schießt, dann springt der Stein meistens irgendwie, ich habe das gerade gesehen. Geht jetzt gerade nicht. Aber ich halt versuche hier den Stein zu treffen mit Schwarz, sollte das eigentlich. Ja, wenn man sieht, das Ding hebt ab. Das passiert immer, wenn man über die Mitte spielt. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Generell sind die Discs, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, auf der einen Seite nach innen gewölbt, auf der anderen Seite ein bisschen nach außen. Da sieht man vielleicht hier so einen kleinen Punkt drauf, das ist quasi nach innen.
Das hier wäre nach außen. Dementsprechend, wenn er auf der nach innen gewölbten Seite liegt, ist die Scheibe ein bisschen langsamer. Liegt er auf der anderen Seite, ist sie ein bisschen schneller. Und da kann man auch ein bisschen taktieren, je nachdem, wo man hinschießen will. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, falls ihr noch andere Flickering-Spiele, also Schnippspiele habt, da hat man es ja oft, dass einem der Finger wehtut, weil man immer dagegen schnipst und dann tut es halt weh. Der Trick bei der Sache ist, dass man nicht so machen sollte und dann dagegen schießt, sondern den Finger einfach ran und dann quasi das Ding wegschießen. Dann tut euch zum einen der Finger nicht weh, zum anderen habt ihr eine viel bessere Kontrolle darüber, wo die Scheibe hinfliegt. Ja, das ist Croc and Roll. Wie ihr seht, ist es eigentlich vom Spielprinzip her ein einfaches Team. Es spielen normalerweise ein Spieler gegen den anderen Spieler. Man kann es aber auch in Team spielen. Dann sitzen die beiden Weißen quasi auf den Seiten und die beiden Schwarzen auf den Seiten. Dann hat jeder Spieler statt 12 nur noch 6 Scheiben und die Spieler sind halt der Reihe nach abwechselnd dran. Und man kann eine Partie, ja, man kann entweder 3 Durchgänge spielen und dann gucken, wer hat nach 3 Durchgängen insgesamt die meisten Punkte. Und man spielt, bis ein Team 100 Punkte hat. Oder, also das kann man sich eigentlich aussuchen. Ich glaube, die offizielle Variante ist 3 Durchgänge und dann gucken, wer hat am meisten. Das ist ja auch so ein bisschen wie beim Curling, glaube ich. Und das ist ja relativ schnell zu lernen. Es macht eigentlich den meisten Leuten Spaß. Es kam bisher überall gut an. Man muss ein bisschen rein, also wenn man zeigt, gegen jemanden spielt, der schon ziemlich gut kann, der wird relativ häufig in die Mitte treffen, während andere Leute ein großes Talent dafür haben, in der Mitte die Scheibe zu treffen. Aber da kommt man eigentlich sehr schnell rein, kann es sehr schnell lernen. Es ist eine sehr teure Angelegenheit, man kann es nicht so im normalen Laden kaufen. Es ist mehr, also meins ist aus einer Schreinerei. Und das ist auch, glaube ich, das Einzige, wo man in Deutschland diese Spiele bekommen kann. Wenn man da im Internet ein bisschen sucht, dann findet man ein, zwei Schreinereien, Tischlereien, die sowas anbieten. Ist nicht ganz preiswert, also ja, hat ungefähr so viel gekostet wie Twilight Imperium inklusive beider Erweiterungen, aber das ist auch eine Investition fürs Leben. Hat man ewig Spaß dran, werden die Kinder noch Spaß dran haben, ein Spiel, das man auch mit Oma und Opa spielen kann, das man mit den Enkeln spielen kann, das man zu zweit spielen kann, man kann es 2-3 Partien spielen, man kann es stundenlang spielen, man kann es, wir spielen es immer eigentlich ganz gerne als Absacker nach dem etwas längeren Spieler, wo man noch etwas Kurzes, Knackiges will, dann geht eine Partie Croc-N-Roll immer. Meins liegt leider unter dem Bett, weil es hinten keine Vorrichtung hat. Es gibt das auch mit der Vorrichtung, dass man sich das Teil in die Wand hängen kann. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Hingucker dann. Und ja, vielleicht kennt ihr ja Carom schon, das ist ja ein bisschen ähnlich, ein bisschen taktischer. Das hier ist ein bisschen lockerer, das ist ja wirklich so ein reines Sparspiel. Nicht wirklich viel Strategie, nicht wirklich viel Taktik hinter, man muss halt gucken, wen schieße ich am geschicktesten raus, wo haue ich auch irgendwie noch meinen eigenen mit raus, wie schaffe ich es möglichst viele Punkte in der Mitte zu machen. Und das ist eigentlich wirklich von den Regeln her keine große Sache, vom Spielspaß her schon. So, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wie ihr seht, es ist ein relativ großes Spiel. Und daher würde ich einfach mal sagen, wenn es euch irgendwie interessiert, dann guckt noch mal ein bisschen weiter im Internet, schaut euch vielleicht noch ein paar andere Videos dazu an, sucht euch eine Tischlerei in der Gegend raus und dann holt euch auch so ein Brett. Es ist auf jeden Fall sein Geld echt wert, eine Investition fürs Leben. Ja, ein schönes Spiel und ja, das ist Croc-N-Roll. Mein Name ist Benjamin Turk und ich wünsche euch viel Spaß bei meinen nächsten Videorezensionen.